Grüß Gott. Puh, ich war gerade mit die Hunde unten, es ist ziemlich warm unten. Ja, also ich will ein kleines Lippenvideo, Lippenstiftvideo machen. Und zwar über mein Nude-Dilemma. Weil ich finde, ich sollte drüber labern. Ich hatte 2010 eine, da habe ich noch keine Videos gemacht, da habe ich zwar einen Channel gehabt, aber ja, ist nichts was vorne. Und ich hatte eine richtig, richtig krasse Nude-Lippenstift-Phase, auch letztes Jahr noch. Man hat es auch, glaube ich, gemerkt. Weil da habe ich den Be Natural von, nein, schon wieder falsch. Den, ich suche ihn gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Lippenstifte vergessen. Den Innocence Beware, wo bist du? Ich möchte euch mal die Nude-Lippenstifte so nacheinander zeigen. Also durcheinander. Ich glaube, ich mache es jetzt nicht nach Marken. Ist eh scheißegal. Hier haben wir mal den Lady Gaga 2. Also das ist ja auch ein Nude-Ton gewesen, der was dann rauskommen ist. Zuerst war ja dieser pinke, also dieser rosa Ton und dann ist der Nude-Ton rausgekommen. Ich hoffe, ihr könnt ihn ein bisschen erkennen. Ich habe auch Lippenswatches. Ich verlinke euch, falls ich alles finde, unten. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich alle Swatches davon finde, aber ich verlinke euch das, was ich habe, unten. Jetzt da. Ja, das ist mein Lady Gaga 2. Weil bei meiner Kamera würde sich das nichts bringen, wenn ich swatchen würde. Dann, wie erwähnt, schon Innocence Beware. Den habe ich noch nicht benutzt, aber da habt ihr auch einen Swatch auf dem Blog. Wieso fällt mir so heiß? Ich hoffe, mein Make-up geht nicht flöten, aber ich glaube schon. Ich glaube, jetzt kann ich bald den Nude Charm von Maybelline nicht mehr benutzen, weil das schmilzt mein Gesicht weg. Das ist der Innocence Beware, den kennen ihr viele wahrscheinlich, die aus meinen alten Videos noch kennen, weil ich dauerhaft von diesem Lippenstift gesprochen habe. Und auch von MAC, The Fairy Glen. Den habe ich damals auch sehr, sehr gern benutzt. Sehr, sehr gerne. Habe ich jetzt wieder weniger benutzt, beziehungsweise kaum noch. Muss ich mal probieren, ob er jetzt mir noch steht. Weil vielleicht ist das der Nude-Ton, den ich brauche für meine Lippen. Weil ich war letztes Jahr ein bisschen dünkler noch. Weil ich war im September 2011 in Teneriffa. Und die Bräune ist doch ein bisschen blieben und hat doch ein bisschen länger gehalten. Und deswegen hat mir wahrscheinlich auch Nude passt, aber jetzt bin ich viel, 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 viel heller und mir steht kein Nude mehr, also zumindest an mir gefällt es mir nicht mehr. Ja, dann habe ich hier noch den von Manhattan, das war aus dieser einen Kiss Culture Alley, ihr wisst schon, die mit den Schleifchen drauf. So sieht der aus, den habe ich auch schon ganz schön benutzt, aber auch nicht aufgebraucht. Ja, ist auch nicht so mein Ton, muss ich ehrlich zugeben. Dann habe ich hier einen von Alverde, das war aus einer LE, fragt mich aber jetzt nicht, welche LE das war. Aber der Name ist von dem Lippenstift Coral Beige, das war so eine schöne Korallfarbe, also Korall, ja oh ja, man kann sagen Korall, oder? So sieht er aus, also Pfirsichton finde ich, der sieht auf meinen Lippen vielleicht, ich habe nicht alle ausprobiert. Aber ihr wisst jetzt schon dann, so welche Nude-Töne ich habe und wo das Problem wirklich liegt. So, dann nehme ich einen von Catrice, das war aus dem alten Sortiment, da waren die Verpackungen noch so braun. Das ist der Gentle Beige. Die alten Catrice Lippenstifte waren viel, viel schöner und viel, viel besser als die neuen jetzt, die was gibt. Die neuen mag ich persönlich überhaupt nicht. Da kommen wir aber eh gleich dazu. Das ist der hier, den kennt ihr wahrscheinlich noch, wenn ihr das alte Sortiment kennt. Ich hatte den zweimal. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Backup-Video mache, weil ich habe gar nicht so viele Backups, wie ich behauptet habe. Da überlege ich jetzt, ob ich noch ein Backup-Video mache oder nicht. Wir werden sehen. Also vielleicht später erst. Den habe ich früher sehr, sehr gern benutzt. Den habe ich dann nur noch ein Stückchen über gehabt. Den habe ich dann meiner Cousine geschenkt, weil ich eben den als Backup noch hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt behalte oder ihr auch gebe. Ich weiß es noch nicht. Dann habe ich hier den Material Girl von der Marke M&Y, die es nicht mehr bei uns in Österreich, Deutschland gibt. Der schaut auch schon ziemlich abgefuckt aus. Ich werde das jetzt nicht im Video sehen. Ist aber auch so ein orange. So Pfirsich-Nude, finde ich. Wenn ihr das sehen könnt. Aber der schaut auf meinen Lippen nicht so schlecht aus. Den habe ich eine Zeit lang oft benutzt, weil ich eben Nude tragen wollte. Aber mir nicht sicher war, welche Farbe ich eben benutzen soll. Ja, dann habe ich einen von Rival de Loup. Zu der Marke sage ich nichts. Gibt es sowieso nicht. War in einem Tauschpäckchen von einer lieben, von einer süßen. Der steht mir aber überhaupt nicht. Der ist zwar auch so ein Korallorange, Nude, aber steht mir irgendwie nicht. Da habe ich auch Swatches. Also überall, wo ich Swatches habe, verlinke ich euch das unten. Ja, dann habe ich hier zwei Catrice.
Das ist von. Der hier ist im Standardsortiment. Das ist der Be Natural. Ist schon sehr weit aufgebraucht. Den benutze ich auch zurzeit. Den habe ich auch gerade drauf. Ich kann aber nur unten schmieren. Also so eine Schicht unten machen. Und dann so. Und dann kann ich ihn tragen. Aber wenn ich jetzt unten schmiere und oben schmiere, sieht er total scheiße aus. So geht es. Ich meine, ich hasse ihn trotzdem, weil er kriecht in meine Lippenfältchen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen sieht. Egal, ob ich Lippenpflege drunter habe oder nicht, aber er ist bald leer. Ich werde es vielleicht schaffen, dass er in diesem Aufgebraucht noch kommt, dann in dem April aufgebraucht vielleicht. Weil jedes Mal, wenn ich meinen Hund rausgehe, benutze ich den. Tja, dann habe ich noch den New Zin, der den ähnlich sieht, den Be Natural. Und davon habe ich ein Backup. Erst wollte ich kein Backup wieder machen, oder? Ja. Davon habe ich ein Backup. Das ist der angefangene. Und einen habe ich noch unbenutzt. In dem drinnen. Sieht auch schön aus. Und der Geruch davon ist toll. Aber ich glaube, der kriegt auch in meine Lippenfältchen, weil er ein bisschen die Lippen austrocknet. So. Und dann den letzten Nude. Das ist einer von Estee Lauder. Den habe ich mir mal geleistet. Ganz am Anfang, 2010 war das. Aber über den rede ich halt nicht so oft, weil das ist das Einzige, was ich von Estee Lauder habe, sonst habe ich nichts. Der Geruch ist aber cool von dieser Lippenstifte. Ich meine, er riecht trotzdem noch gut, obwohl er schon alt ist. Hier, seht ihr den? Da habe ich, glaube ich, kein Swatch. Dann mache ich euch ausnahmsweise einen. Da. Aber er sieht toll aus. Und ich liebe den auf die Lippen. Also wenn ich den mit dem Catrice Lippenstift mische, dann schaut er gar nicht so schlecht aus. Das ist nämlich auch was ich dann probiert habe. Ich habe versucht, Catrice Lippis zu kombinieren, weil ich hasse Catrice Lippenstifte, Leute. Ich hasse Catrice Lippenstifte. Ich werde mir auch keine mehr kaufen. Ich wollte eigentlich den einen aus dieser Reihe kaufen, der was neu dazukommt, nicht der Matte Lippi, aber nee. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe eine extreme Nude Lippenstiftphase gehabt. Eine echt extreme Nude Lippenstiftphase. Ich kann euch jetzt den einen nicht zeigen, weil der ist in dem Aufgebrauchtsackerl drinnen und den finde ich jetzt nicht mehr, weil der schon weiter unten liegt. Aber ihr habt es vielleicht bemerkt, ich trage kaum noch Nude. Also letztes Jahr war total der Nude-Fable. Nee, Fable kann man nicht sagen, oder? Der Nude-Wahn, nennen wir es mal so. Und jetzt zur Zeit ist irgendwie so kein Nude-Wahn mehr. Aber dafür sind solche Farben. Das ist jetzt Ultra Darling. Die werde ich auch bald benutzen. Weil jetzt kommt jetzt lässt sich schon ein bisschen der Frühling blicken und der Goldregen geht schon ein bisschen auf. Ich war nämlich vorher mit die Hunde und habe die Blumen die ganze Zeit angestarrt, weil ich wissen wollte, ob schon der Frühling sich blicken lässt. Solche Farben trage ich jetzt zurzeit eher. Das ist der Ultra Darling von MAC. Oder der Impressive, den ihr eh schon zigtausend Mal in meinem Video gesehen habt. Den muss ich euch eh nicht unbedingt zeigen. Da habe ich auch vor kurzem einen Dupe gefunden. Auch einen von MAC, aber es ist ein ähnliches Dupe. Oder eben so eine Farbe. Also da, naja, der gehört eigentlich noch zu den Nude Lippies, habe ich jetzt zeigen vergessen. Hier. So einen habe ich auch früher urgern tragen. Das ist so auch ein Nude. Also ich kann euch den ausnahmsweise mal swatchen. Ich meine, man sieht das eh nicht bei meiner Kamera, weil die Farben schon irgendwie gleich aus. Da ist er. Das ist so ein dunkleres, also man kann sagen grauer Lippenstift oder kalt, auf jeden Fall kalter Lippenstift. Jo. Unfassbar, dass ich jetzt schon 10 Minuten laber. Dann habe ich noch so einen Ton, den ich jetzt auch zurzeit eher benutze. Das sind solche Rosenholztöne, wo ich auch diesen Mellow Mood jetzt zurzeit oft benutzt habe. Den habe ich jetzt leider draußen liegen lassen, aber es ist fast die gleiche Farbe. Ja, solche Rosetöne, verdammt nochmal. Oder eben solche braunen Töne. So wie der Pillow Talk zum Beispiel. Den habe ich auch schon etwas öfter dran. Der schmilzt mir aber irgendwie davon, habe ich das Gefühl. Sollte ich vielleicht ein bisschen im Kühlschrank liegen. Solche Farben. Moment. Da ist er. Hier. Solche Farben. Trage ich auch gern. Zurzeit. Oder ich habe auch Farben rausgesucht, die ich einfach nur aufbrauchen will. Zum Beispiel die hier. Die habe ich ja in meinem Lippenstiftsammlungsvideo vergessen herzuzeigen. Hier, die sieht so aus. Ich swatch doch welche. Ich habe zwar gesagt, ich swatch keine, aber ich swatch sie doch. Hier, wenn ihr das sehen könnt. Der ist auch so rosé. Ich finde, das passt auch so gut zum Frühling. Ich habe jetzt, früher war halt eine Nude-Phase.
Und jetzt entwickelt sich das eher so zu Korall oder Rosa oder so, oder solche Töne. Weil der von der Ultra Darling von Maxstadt, dem ja total ähnlich, der von Essence, nicht total, aber ein bisschen, geht in dieselbe, und der riecht so geil, geht in dieselbe Richtung. Ob ich mir den auch nochmal nachkaufen würde von Essence, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde die von Essence gar nicht so toll. So wie jeder jetzt zum Beispiel schwärmt. Da, hier ist er. Da. Solche Farbtöne interessieren mich zurzeit sehr. So wie zwar auch Nude-Töne, aber nicht so extreme. So. Ja. So. Tot-Nude-Töne. Solche interessieren mich überhaupt nicht. Oder eben Pink. Will ich auch diesen Sommer sehr, sehr oft tragen. Da, zum Beispiel so ein Pink. Den will ich auch aufbrauchen diesen Sommer. Wenn ich es schaffe, sagen wir es mal so. Ja, also eigentlich geht es jetzt nur um Nude-Lippenstifte. Versteht es mich jetzt nicht falsch, weil ich euch jetzt gerade die anderen Töne gezeigt habe. Aber die anderen, das ist so das Farbschema, das ich gern, also das ich gerne zur Zeit trage. Ihr habt es ja auch gesehen, solche Braun, also eher sowas in die Richtung. Darf ich auch einen Swatch da oben bitten? Sowas eher in diese Richtung. Hier war das jetzt der? Ja, in diese Richtung, in diese Pillow Talk-Richtung eher. Oder in diese, ja, korallfarbenen Nude-Töne. Wo ist der jetzt? Nehmen wir mal den als Beispiel. Also, oder eher so halt. Nicht richtiges Nude, sondern eher solche Töne halt. Versteht ihr, was ich meine? Also so richtiges Toten-Nude, so wie dem Be Natural, könnte ich mir jetzt zurzeit gar nicht vorstellen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen brauner werde, vielleicht. Aber eher, der riecht auch schon komisch, eher solche Farben. Solche mag ich eher zurzeit. Also solche Rosatöne und Koralltöne. Ich kann euch ja einen Korall mal swatchen, damit ihr wisst, welche Farbfamilie ich zurzeit stehe. Obwohl der auch relativ nude rauskommt. Naja, der hat eine richtig schöne Korallorange. Eine so komische Farbe. Da ist er. Da. Also ich hoffe, die kommen richtig rüber in der Kamera. Das werde ich dann in der Bearbeitung sehen und mich dann ärgern, weil ich das behauptet habe, dass es nicht rüberkommt. Gut. Ja, das sind so meine Frühlingslippis irgendwie. Also es ist kein Nude-Problem, sondern eher so Frühlingslippenstifte. Kann man das so sagen? Ja, also ich finde, die passen richtig schön in den Frühling, oder? Was sagt ihr? Und ich kann in letzter Zeit kein Nude mehr tragen. Ich habe das früher so gern tragen und habe so viele... Ihr habt ja die Nude-Lippenstifte gesehen, das alles da. Ich zeige euch das mal. Hoffentlich fliegt man keiner aus der Hand. Das alles da sind Nude-Lippenstifte. Und ich hatte früher so eine extreme Nude-Lippenstiftfarbe. Ich meine, die korallfarbenen da, wo der Material Girl da ist, mit dem kleinen, da wo ich einen kleinen Finger habe, den kann man ja auch eigentlich als Nude zählen. Oder den von Alverde, der da ist. Ich glaube, das war der. Ja, da. Kann man eigentlich auch als Nude, finde ich, zählen. Also, damals war die Nude-Lippenstiftfarbe wirklich extrem. Und so eine Farbe gibt es in der neuen LA, wo ich den roten Ton habe. Ich weiß nicht, wo ich den Hintern habe. Von dieser LA gibt es jetzt so einen ähnlichen Nude-Ton, der was so ausschaut. Da habe ich hier einen Swatch auf dem Block. Der schaut genau dem ähnlich. Und ich liebe den Geruch von den Manhattan-Lippenstifte. Das habe ich meine Nase angemalt. Aber die riechen wirklich toll. Und ich finde die Lippenstiftform irgendwie interessant. Bei mir werden die aber trotzdem so schief, seht ihr das? Naja, egal. Aber der ist auch ein richtig schöner. Der ist ein schöner Newton, aber er steht mir nicht. Ich habe ihn nicht mehr geswatcht. Obwohl, der, naja, der hat so ein Rosé-Nude. Der ist nicht ganz nude. Da ist er. Ist ein schöner Swatch, oder? Da ist er. Der ist nicht so ganz nude. Aber die Farbfamilie würde ich jetzt im Frühling tragen. Also die wäre was für mich. Ja, das nenne ich so viel zum Nude-Problem. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Welche Lippenstifte tragt ihr im Frühling? Lasst mir mal eine Videoantwort da oder so. Ich hoffe, die kann ich auch genehmigen, weil ich habe in letzter Zeit Probleme mit den Videoantworten. Ich weiß nicht, was da irgendwie falsch läuft. Und ja, hoppala. Und ich hoffe... Also sagt mir mal, ob ihr auch so ein Nude-Problem habt, also mit Catrice Lippenstifte oder mit anderen Lippenstiften. Mich würde das interessieren, weil ich mag den irgendwie nicht. Also ich meine, er ist jetzt bald leer, man sieht's.
Er ist jetzt bald aufgebraucht. Bin auch richtig happy drüber, dass er bald leer ist. Aber trotzdem will ich mir nicht mehr nachkaufen. Weil ich habe auch noch ein paar andere Nude-Lippenstifte. Ihr habt ja eh die Sammlung jetzt gesehen. Und so richtig Nude-Fanatiker bin ich gar nicht mehr. Da freue ich mich eher auf diese Rosé-Töne, auf diese zum Beispiel, auf die beiden hier. Nein, Blödsinn. Auf den in der Mitte. In der Kamera schaut das gleich aus. Auf den oder auf den Ultra Darling, der was hier geswatcht worden ist. Auf solche Töne freue ich mich eher, wenn der Frühling kommt. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich glaube kaum, aber ich... Das ist so eine Mischung aus Nude-Problem und Frühlingslippenstift. Ich glaube, so werde ich das Video auch nennen. Ja, das war's. Bis dann!